Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister Schmidt, ich würde gerne das Thema Sanktionen hier ansprechen. Russland war ja bis 2014 mit einem Exportvolumen von ca. 1,6 Milliarden Euro pro Jahr eines von drei der größten Absatzmärkte, die wir hatten für Lebensmittel aus Deutschland. Dann haben eben wie bekannterweise die Sanktionen der EU auch einen Importstopp seitens Russland provoziert. Und jetzt frage ich Sie, Herr Minister, teilen Sie die Haltung und auch die Hoffnung des Bauernverbandes und auch der deutschen Bauern im Übrigen, die Russland-Sanktionen baldmöglichst aufzuheben? Oder sagen Sie angesichts der niedrigen Verkaufspreise und auch der überschüssigen Lebensmittel weiterhin, ich sage fast zynisch, an apple a day keeps the Putin away? Lieber Kollege, es mag Ihnen nicht entgangen sein, dass die Lebensmittelexporte und Nahrungsmittelexporte aus Deutschland in den letzten Jahren trotz der bedauerlichen Situation, dass Herr Putin, um im Bild zu bleiben, keine deutschen Äpfel, die sehr schmackhaft sind, mehr genießen kann, gestiegen ist. Wir haben über 70 Milliarden Exportvolumen der deutschen Nahrungsmittelwirtschaft und Ernährungswirtschaft gestiegen. Das heißt, die Kompensation hat stattgefunden. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die völkerrechtlich richtig berechtigten Sanktionen, die die internationale Gemeinschaft gegenüber der Russischen Föderation nach der Besetzung der Krim und der Usurpation genommen hat, nicht völkerrechtlich gleichzeitig eine Berechtigung geben für die Importverbote. Da haben wir gerade für Lebensmittel aus Deutschland und Europa das WTO-Panel, also die Welthandelsorganisation, hat der Europäischen Union in dieser Frage vor kurzem Recht gegeben. Es geht hier nicht um Recht haben allein. Deswegen war ich sehr froh, dass bei der Grünen Woche in diesem Jahr die russische Seite nicht mehr wie im letzten Jahr noch durch Abwesenheit geglänzt hat, sondern unter Aufbietung ihrer Spitzenköche und guter Nahrungsmittel in Deutschland präsent war. Ich selber habe mit Russland sehr engen Kontakt und konnte für einige Bereiche ja schon erreichen, beispielsweise für Kindernahrungsmittel, dass da und dort die Dinge sich verbessern. Ich habe eine gewisse optimistische Grundhaltung, dass wir in dem Bereich durchaus wieder vorankommen, was die Nahrungsmittel angeht. Danke sehr, liebe Kollegen. Wir sind schon ein bisschen fließend zu weiteren Fragen übergegangen. Wir haben davon noch sieben, aber auch für die gilt die Redezeitbegrenzung, die wir für die Regierungsbefragung haben. Und ich muss sie jetzt exekutieren. Darauf bitte ich zu achten. So, jetzt ist der nächste Fragesteller, der Kollege Peterka von der AfD-Fraktion.